Servus Leute, der Homie ist mal wieder da. Ich war jetzt sehr lange weg, ich hatte sehr viel zu tun. Ja, allerbestes Spiel, das ich je gespielt habe. Ich kann jederzeit damit aufhören, ich schwöre. Oh Mann, wie random war das denn gerade? Ja, wer kennt es denn nicht? Cuphead ist sehr wichtig, vor allem für mich. Okay, aber das ist ja jetzt nicht Thema. Wir kümmern uns jetzt einfach mal um ein neues Buddy Song. Und nicht wundern, warum ich wieder auf dem Tisch aufnehme, als ich eigentlich auf dem Bett aufnehmen wollte, sah das so aus. Moin Leute, ich möchte euch heute mal zwei Buddy Song Trainer vorstellen. Ja, und da könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, warum ich da keine Lust hatte, das dort aufzunehmen. Und ihr wisst bestimmt nicht, wie nervig das ist, wenn man seinen ganzen Schreibtisch abräumen muss, damit man hier ein Video aufnehmen kann. Oh Mann, wie random war. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ich weiß, es sind so kleine Probleme, aber es ist nervig. Okay, wir haben jetzt schon eine Minute voll. Na, das geht doch supi. Da ist die Hülle weg. Okay, aber wir kommen jetzt einfach mal zu dem, was ich hier vorstellen möchte. Und zwar den Barebones Trainer, den ich mal wieder auf meiner Lieblingsseite The Age Gate bekommen habe. Ja, eigentlich wollte ich mir das Original holen, aber es gab ein paar Leute, die haben mich dann doch überzeugt, zu warten, bis der dann hier draußen ist. Und ich muss sagen, das Warten hat sich gelohnt. Das hier ist ein echt sehr schönes Teil und es sieht halt auch echt aus wie der richtige Barebones Trainer. Nur mit dem Unterschied, dass hier der Aufdruck fehlt. Aber das ist mir egal. Es ist ja trotzdem noch ein sehr geiles Produkt zu einem guten Preis. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Klingenrücken auch abgerundet ist, wie beim anderen Werbeons halt. Und dass halt auch die angeblich scharfe Seite der Klinge auch abgerundet ist. Finde ich sehr angenehm. Wir haben hier auch wieder sehr schöne, lange, dünne Handles aus Fullmetall. Ich glaube, diesmal hatten die jetzt kein Titan verwendet, sondern Stainless Steel. Aber bei der Klinge trotzdem D2. Ist jetzt nicht weiter problematisch. Und das hier ist alles an Handle Play. Ich habe halt auch die Schrauben und sowas schon bearbeitet. Das liegt ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile bei mir rum. Ich hatte das Video zwar schon mal aufgenommen, aber als ich mir dann so zugehört habe, dachte ich mir, nee, dreh das mal lieber neu. Und das mache ich jetzt auch. So sieht das jetzt aus, das neue Video. Also ihr wisst ja jetzt schon, wie der hier aussieht. Okay, aber ich erzähle euch noch ein bisschen was hierüber. Okay, vor langer, langer Zeit dachte sich Blade Runner Systems, ey, lass doch mal zum Barebones einen Trainer entwickeln und... Okay, nein, das war Spaß. Ich meinte damit, ich erzähle euch mal etwas über die Daten von dem Messer. So, der Barebones Trainer legt ein stolzes Gewicht von genau 150 Gramm auf die Waage, hat eine 11,1 cm lange Klinge aus dem D2-Stahl vorhanden und hat eine Grifflänge von 14,3 cm aus dem Stainless Steel. Und wir haben eine Gesamtlänge von genau 25,4 cm. Damit ist es mit eins der längsten Balisong-Trainer in meiner Sammlung. Wir haben außerdem wieder eine Zenpin Construction. Finde ich sehr supi. Falls man das hier mal auseinanderbauen möchte, dann lässt sich die Klinge viel besser reinigen als bei einer Tangpin Construction. Und das Ledge hatte ich vorher auch schon entfernt, als ich das andere Video aufgenommen hatte, noch nicht, weil da war es noch original verpackt. Aber ich hatte es einfach rausgepackt und rausgemacht. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Es klimpert halt einfach hier immer zu sehr. Bei solchen Spring-Ledges mache ich das nicht, aber bei solchen mache ich das immer. Dieser Barebones-Trainer läuft übrigens auch sehr schön flüssig. Dafür, dass der nur so minimal Handleplay hat, in Anführungsstrichen, also für solche teure Balisongs ist das eigentlich schon fast grenzwertig, wie ich mich darum gehört habe. Ich finde das jetzt nicht. Es gibt Schlimmeres, es gibt Besseres. Ich zeige euch mal ein Beispiel, was schlimmer ist. Hier bei dem hier zum Beispiel, da stört mich das dann doch schon ein wenig. Es sieht zwar nicht gerade nach viel aus, hier, wenn man es nach oben drückt, ist es ein bisschen mehr, als wenn man es hier nach unten drückt, aber es stört trotzdem. Und ich weiß nicht, wie man diese Schrauben nachziehen soll. Die sind so bombenfest, da kann man nichts nachziehen. Ich habe es schon mal versucht, kläglich gescheitert bin ich dabei, wie man offenbar sieht, aber das ist jetzt egal. Wir gucken uns weiterhin unsere Bärbe uns an.
Okay, nee, eigentlich nicht, weil ich habe jetzt keine Ideen, was ich noch dazu sagen soll. Es ist ein sehr guter Trainer, finde ich sehr schön, liegt auch gut in der Hand, läuft richtig gut flüssig und hat nicht so viel Handleplay, wie die meisten eigentlich denken. Nun ja, und das wäre es eigentlich auch zu diesem Video schon wieder gewesen. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt und zugehört habt, für die, die es nur im Hintergrund laufen lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.